Herzlich willkommen zum Oberösterreichischen Tourismustag. Wir schauen uns heute an, wo die Reise für den oberösterreichischen Tourismus bis 2030 hingeht. Kommt mit! So, jetzt begann die Mozartkugeln. Wien hat die Sachen dort. Was haben wir in Oberösterreich? Ja, wir in Oberösterreich haben generell super Gastgeber, super Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Herzblut dabei sind, die ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden. Es macht einfach eine Freude, hier zu arbeiten. Lieber Markus, Oberösterreich Tourismus, wo geht die Reise hin? Oberösterreich will international bekannter werden. Es sagen uns alle Gäste, die kommen, unglaublich, was bei euch alles gibt. Und das stellen wir jetzt in den Mittelpunkt. Wie willst du jetzt einen Amerikaner, der noch nie was von Oberösterreich gehört hat, Oberösterreich erklären? Gerne auf Englisch. Nein, es geht auf Deutsch. Verstehen Sie mich da nicht auf Deutsch? Ohne welches oberösterreichische Wort könntest du nicht auskommen? Passt. Passt. Was macht Oberösterreich jetzt im Unterschied zu den anderen Bundesländern aus? Naja, Oberösterreich ist auf der einen Seite zwar ein Bundesland, das sehr industriell geprägt ist, aber trotzdem eine wahnsinnig tolle Gastlichkeit hat. Oberösterreich hat von vielen, was Österreich ausmacht, immer ein Stückel auch. Also Salzkammergut ein Stückel, Skigebiet ein Stückel. Oberösterreich hat einfach von allem was. Und im Herzen von Oberösterreich mit Linz, das so toll als Digitalisierungs-Hotspot Österreichs gilt, was kann es Besseres geben? Was ist das Wichtige, damit der Tourismus auch 2030 nur super funktioniert? Endlich ehrlich miteinander reden, transparent kommunizieren und Kooperation nicht nur sagen, sondern leben. Wenn du jetzt einem Amerikaner Oberösterreich erklären müsstest, was würdest du sagen? Ja, Oberösterreich hat die Alpen, hat die Seen, hat aber auch ein schönes Flachland, hat städtische, interessante, hat eine Donau und hat das Hügelland im Mühlviertel. Und wenn er dich nicht versteht, weil er nicht Englisch, also nicht Deutsch kann, was sagst du dann? Test it. Klaus, ihr habt gerade einen Notus bekommen, für welches Projekt genau? Wir sind die Initiative Mountainbike Linz. Wir haben den Preis gewonnen für das, dass wir uns für die Mountainbiker im Großraum Linz einsetzen. Die oberösterreichische Tourismusstrategie 2030, um was geht's? Es geht um die besonderen Momente, die wir in Oberösterreich für unsere Gäste, aber auch für die Einheimischen aus dem Tourismus heraus machen können. Und das haben wir gemeinsam gut ausgearbeitet. Mit was muss ein Gast, wenn er in Oberösterreich war, dann heimgehen? Muss mit dem Gefühl heimgehen, dass er einfach aus dem Urlaub was mitnimmt, dass es nicht irgendeine belanglose, oberflächliche Zeit war, die er da verbracht hat, sondern dass es ihm was gegeben hat, dass es ihn berührt hat und dass er einfach ein gutes Gefühl hat und ein bisschen das Lebensgefühl der Oberösterreicher. Was taugt denn dir an Oberösterreich so besonders? Ja, gut, das ist meine Heimat, da habe ich mein Herzblut, da bin ich aufgewachsen. Und ich finde einfach, wir sollen die Lockerheit eigentlich nur viel mehr ausleben, die wir eigentlich haben, und wir sollen gar nicht so steif sein. Jetzt könntest du heute für viele Gastronomen, für Hoteliers, für die Profis, ist man da besonders nervös? Ein bisschen schon, weil man sich denkt, die kennen sich ja besonders aus, und wenn man dann einen kleinen Fehler macht, den andere Leute nicht so merken, dann merken die halt sofort, aber eigentlich sind alle wirklich sehr, sehr nett, das muss ich sagen. Ja. Heute geht es ja um Oberösterreich. Was macht für dich eine Oberösterreicherin oder Oberösterreicher aus? Ich finde, Oberösterreich ist irgendwie so ein versteckter Schatz ein bisschen, weil wenn man an Österreich denkt oder wenn die Leute aus anderen Ländern fragt, die sagen die erstmal Salzburg, Wien, Kärnten. Aber wenn man ihnen erzählt, was es in Oberösterreich eigentlich gibt, wie viele Seen, die Berge, die Kultur eigentlich, die es da auch gibt, dann sagen viele so, ja, das haben wir gar nicht gewusst, da müssen wir eigentlich auch mal hinkommen. Also es ist eigentlich was so ein Geheimtipp eigentlich in Österreich, finde ich persönlich, ja. Was macht für die Oberösterreich als Tourismusland aus? Die Vielfalt an den Produkten, die wir zur Auswahl haben. Wir haben eben im Mühlviertel diese urige Küche mit vielleicht so eher so schwer mit Topinambur oder Kartoffeln oder so irgendwas. Mit dem Speck oder mit Schafkäse oder so irgendwas in die Richtung. Und dann halt trotzdem so im Randviertel und mit den Seen, das Fischige,
ist eine gute Kombination und ich glaube, da kann man sich sehr kreativ ausleben. Wenn du jetzt eine internationale Karriere anstrebst, was für Gericht nimmst du aus Oberösterreich mit in die ganze Welt? Boah, ich glaube, Leinöl-Erdäpfel. Das ist so typisch mühlviertlerisch oder vielleicht den Bauernkopf. Das waren meine zwei Gerichte, glaube ich. Jeder auf der Welt wird einen Bauernkopf lieben. Ich glaube auch. Die Kleber und der ÖMTC, quasi ein Dreamteam. Was habt ihr da für einen Oberösterreich-Tourismus zusammen gemacht? Ja, ehrlicherweise haben wir uns schon länger mal die Frage gestellt, was können wir denn tun, um die Eintrittsbarriere für Hotellerie- und Gastronomiebetriebe in die Elektromobilität einfach aus dem Weg zu räumen. Und die Idee ist jetzt vor circa einem Jahr geboren, dass wir gesagt haben, wir könnten kooperieren. Wir könnten eine Ladestation, die ja in Linz entwickelt und gefertigt wird, bei uns, bei Keber, mit einem schönen Paket versehen, nämlich mit dem Betrieb, den der ÖMTC übernimmt. Und so freuen wir uns heute, dass wir bei diesem Anlass präsentieren können, nämlich die Oberösterreich Wallbox, die wir hier jetzt vor uns sehen. Und ja, uns würde es natürlich freuen, wenn viele Gastronomen und Hotelleriebetriebe dann dieses Angebot annehmen und wir in Oberösterreich dann weiter Vorreiter in Sachen E-Mobilität und E-Mobilitätsinfrastruktur sind und bleiben. Ziel ist es auch letztlich, der E-Mobilität einen positiven Schub zu verleihen. Und wir als ÖMTC sind ja Vorreiter, was die E-Mobilitäts-Services betrifft. Und somit ergänzt sich das hier auch beim Mobiltourismus sehr gut. Noch dazu mit einem oberösterreichischen Partner, das freut mich ganz besonders. Das war der oberösterreichische Tourismustag und ich würde sagen, Oberösterreich ist eindeutig eine Reise wert. Absolut. Gott sei Dank wohnen wir da, oder? Stimmt. Kommt vorbei im schönsten Tourismusland der Welt. Bis bald.